habe mir als Ausgleich, damit man mir nicht so auf die Haare guckt, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Wenn ich das mal eben zum... da. Die sind so bequem. Na echt, die sind total bequem. Das ist immer das, was man hört, ne? Wenn Frauen mit so Wahnsinns-High-Heels auf einen zukommen und du denkst, nein, darauf kann man nicht laufen. Immer diese Sprüche, ne? Einmal die Schuhe, die sind sehr hoch, ja, aber die sind so bequem. Also, man spürt den Fuß gar nicht mehr. Ja klar spürt man den nicht mehr, weil der Fuß ist tot. Der ist in so einem Schuh, kann ein Fuß nicht abrollen. Die Schuhe sind nicht, der rollt nicht mehr ab, also wird der Fuß komatös. Der stirbt ab bis weit übers Knie. Also das ist alles, das hört alles auf zu leben, weil die ganze Arbeit macht die Hüfte. Die zieht das tote Bein hinter sich her. Oder die andere. Und dadurch entsteht hinten eine Bewegung und darauf stehen Männer. Ja, natürlich musst du irgendwann, brauchst du neue Hüfte, ne? Also ist ja klar, aber das kann man ja heute ambulant machen. Da gehst du rein, suchst dir die passende Farbe aus und dann, ne, tun das rein. Aber mein Vorschlag wäre, dass die in diese Hüften direkt diesen Abrollmechanismus für das tote Bein hochheben, dass die den direkt mit da einbauen. Das wäre doch geil. Stellt euch vor, wir sind alle 92, vorne Rollator und High Heels. Und es ist natürlich, es ist so, ich krieg von neuen Schuhen Blasen, ja. Aber ich habe gehört, es gibt Frauen, bei denen ist es umgekehrt. Okay. So bequem. Und irgendwas ganz tief in dir, ne, ganz tief in allen Frauen, da gibt es eine Sehnsucht, die will das glauben. Die will glauben, dass sauteure High Heels eigentlich Gesundheitsschuhe sind. Und dann gehst du los und du kaufst dir natürlich welche. Ne? Und schon bei dem Versuch, da rein zu schlüpfen, ist jetzt nicht das richtige Wort. Also das ist ja so, wie wenn man eine Mettwurst in Strohhalm pressen will. Also du musst ja, bevor du da, du musst den kleinen Zeh, der geht da nicht mit rein, du musst den über den Mittelfußknochen und dann fixieren, also Pflaster oder Mullbinde direkt. Ne? Und wenn der Fuß dann so aussieht, dann kannst du den da reinstopfen. Aber dann spürst du schon beim Reinstopfen, spürst du das schon. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, so bequem. Wir werden ja nur noch abgezockt. Wir werden nur noch, die wollen nur noch an unser Geld. Das wird immer schlimmer. Ja? Es gibt ab 1. April doch diesen neuen Bußgeldkatalog. Das ist ja Wahnsinn. Eine reine Abzocke. Alles eingebrockt, dieser Verkehrsminister Ramsauer. Für einmal so und so in der Kombination mit Telefonieren fast 2000 Euro. Ich sag's dir, du wirst albern. Auf der Fahrt hierher nach Köln hatte ich einen aus Bergheim vor mir. Hören Sie auf. Also wenn Sie hier einen aus Bergheim vor sich haben, reißen Sie sich zusammen, das kann wirklich teuer werden. Glauben Sie, es ist irre. Ich bin ganz entspannt geblieben, ich denke, lass dich heute nicht aus der Reserve locken. Bin zu ihm ans Auto, an der Ampel vorne, ja, hab höflich an die Scheibe geklopft, hab gesagt, ich wollte nur sagen, dass ein Auto ein Fortbewegungsmittel ist. Das kommt von Fort und von Bewegung, du Kanaille. Ach übrigens, weil ich es gerade sehe, Sie haben hier eine Fliege auf der Stirn sitzen, ja. Ich hab's gut gemeint, ja. Ich sag doch nicht schlimm, regen Sie nicht auf, machen Sie so, ist die Fliege weg, Herr Gott nochmal, wo ist das Problem? Na sagen Sie mal, Sie können doch den Finger nehmen, direkt auf die Fliege, verstehen Sie? Ja, ich sag Ihnen, was soll ich Ihnen sagen? Da musst du einfach, ja, einfach auf die Fliege. Einfach auf die Fliege drauf. 2000 Euro gespart heute, ja, da muss man doch den... Muss man den Humor behalten? Ist doch so. Man muss einfach ruhiger, ich muss auch ruhiger werden. Man sollte sich ein Beispiel an der Merkel nehmen. Die ist, also, ich bewundere die Frau, wie die das macht. Also, das ist ganz, wie die immer die Ruhe behalten kann. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich das immer könnte. Ich weiß nicht, ob ich immer die Ruhe behalten könnte, wenn ich unsere Familienministerin jeden Tag im Flur sehen müsste. Oder? Christina, sind Sie mal? Oder? Tolle Frau.
tolle Frau, Christina Schröder, oder? Das Beste, was sie in ihrer Amtszeit gemacht hat, hat ein Kind zur Welt gebracht. Da kam wenigstens mal was raus, was Hand und Fuß hat. Also, Sie gucken aber auch. Was sagen Sie mal? Jetzt ist doch Muttertag bald, ist doch nächste Woche, oder? War jetzt nicht Muttertag? Nee, wie? Wann? Mai. Aber die machen ja schon länger Werbung im Fernsehen, nicht für den Muttertag. Reife Frauen warten auf deinen Anruf. Machen doch schon länger Werbung. Ja, war doch so. Ja, kommen Sie. Die können uns doch hier nicht alles nehmen. Machen Sie Ihren Muttertag, feiern Sie den ruhig mal so, wie Ihr Mann sitzt dann, feiern Sie mal so, wie Männer Vatertag feiern. Machen Sie das mal. Als Frau einfach einen Flachmann in die Tasche, oder? Ja, auf dem richtig einkippen, richtig Kante geben. Auf dem Heimweg noch in die Eingangshalle der Deutschen Bank pinkeln. Ja, wie die Männer. Vor der Haustür mal richtig schön kotzen. Ja, ist doch so. Und wenn Sie goldenes Kettchen drin finden, war es ein Zigeunerschnitzel. Ja, einfach kotzen, machen Sie es mal. Ja, macht doch der Mann, oder? Macht der Mann. Man will uns hier wirklich alles nehmen, dann wird man doch verrückt, ja? Wir dürfen keinen Alkohol Sommer mehr trinken, wir dürfen nicht mehr rauchen, wir sollen kein Fleisch essen. Obwohl, da kann man für den Tipp ja noch dankbar sein, ja? Kein Fleisch, was die uns, vier Monate ist das Jahr alt, was haben wir nicht schon alles durch? Die sind ja wahnsinnig, diese gefälschten Bio-Eier. Dann haben sie in 10 toten Pferden Reste von Lasagne gefunden. Dann hat Iglo diese Käsetortelloni aus dem Markt genommen, weil angeblich Metallteile drin waren. Habe ich noch gedacht, hey, da sind sie ja, die Hufe. Bei Ikea ist jetzt Schwein im Elch. Es ist aber, du weißt ja auch gar nicht, was du essen sollst, oder? Ich stand da neulich bei meinem Metzger an der Theke, denke ich noch, was mache ich, was kaufe ich jetzt? Kaufe ich jetzt den Pharma-Schinken? Oder greife ich zum Bewerten auf meiner Fleischwurstscheibe, die ich immer kaufe. Da war statt des Bärchengesichts jetzt neuerdings schon so ein QR-Code drauf. Wahnsinn. Jetzt bin ich wahrscheinlich mit den Angehörigen des toten Schweins auf Facebook befreundet. Ja, ich habe keine Ahnung. Wahnsinn, was weiß denn ich? Aber unsere Verbraucherschutzministerin, die Ilse Aigner, ja, das ist die, die nach dem Dioxinskandal gesagt hat, dass sie künftig alle Eier selber legen will, die steht doch immer vor der Kamera bei so und fordert immer mehr härtere Strafen und mehr Kontrollen, fordert sie, ja, die fordert immer nur. Da kann man viel fordern, jedes Jahr fordern. Ich könnte mich schon wieder so aufregen mit so einem Hals. Die hat doch eine Fliege auf der Stirn, glauben Sie, Frau Aigner. Manchmal möchte ich zu ihr hingehen, möchte meinen Arm um sie legen und sagen, liebe Ilse, auch ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ich möchte es manchmal machen, können Sie das nicht sagen. Es ist so. Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Untertanen, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben. Selber schuld. Naja, so schwer war es dann ja auch nicht, nachdem die SPD beschlossen hatte, einen ihrer Verlierer gegen mich ins Rennen zu schicken. Da war dann auch absehbar, dass der Begriff Wahlurne am 22. September für die Sozialdemokraten eine ganz neue Bedeutung bekommen würde. Ich weiß natürlich auch, dass mich zurzeit gewisse SPD-Kreise gerne mal als Honeckers Rache bezeichnen. Ja, dazu sage ich wie immer nichts. Da schauen wir doch erstmal, wer sich traut zu versuchen, unter mir mitzuregieren. Was auch immer bei diesen Koalitionsverhandlungen herauskommt, glauben Sie mir, mir ist es völlig egal, wer auch in der nächsten Legislaturperiode unter mir nichts zu sagen hat. Ja, fragen Sie nur mal meinen noch Vizekanzler, diesen Möchtegern-Froschflüsterer, diesen milchbärtigen Monchichi, den Teilchenbeschleuniger der FDP. Ja, und auch wenn sich jetzt ein gewisser Christian Lindner als neuen Heilsbringer wieder ins Gespräch bringt, seit kurzem sogar mit einem neuen Pfiffi auf der Fontanelle. Na, zumindest hat das wenigstens besser geklappt als das mit der Zweitstimmentransplantation bei den Wahlen. Nicht wahr? Ich fürchte, das alles wird am Zustand der FDP nichts mehr ändern. Denn wir alle wissen, nicht jeder Furz ist gleich ein frischer Wind.
Ja, sowas riecht die Mutti von Weitem. Denn sowohl bei der FDP wie bei den Grünen als auch der SPD gilt, mit vollen Hosen ist gut stinken. Ich werde Ihnen also, so wie es aussieht, noch lange erhalten bleiben. Und ich kann Ihnen versichern, mein Leitsatz in meiner Politik war und ist: Führungskraft ist, den Koalitionspartner so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze für Nestwärme hält. Ja, und um Sie, meine lieben Wählerinnen und Wähler, jetzt auf meine erfolgreiche künftige Politik einzustimmen, machen wir rasch zusammen ein kurzes autogenes Entspannungstraining. Aufpassen da vorne. Bisschen mehr Ernsthaftigkeit bitte, ja? Listen and repeat. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Mein Kopf ist wohltuend leer. Der Euro und die Spareinlagen sind sicher. Wir sprechen mit. Ich mache mir keine Sorgen. Geht doch. Die Zukunft ist schwarz. Schwarz ist eine schöne Farbe. Wir fühlen uns sicher und beschützt. Denn ich sage euch, niemand hat die Absicht, die Steuern zu erhöhen. Ich bin die Perle der Uckermark. Eine schwarze Perle in der harten Schale einer ostdeutschen Miesmuschel. Alle Menschen sind gleich. Mir jedenfalls. Und was immer auch passiert, an eines wollt ihr immer denken. Wir haben ja damals, wir haben sexuelle Revolution gehabt, ja, und ich habe bis zur physischen Erschöpfung habe ich mitgemacht, also sexuelle Revolution. Die Jungen kämpfen doch für gar nichts mehr, höchstens für längere Akkulaufzeiten. Wir hatten lange Haare, also die Jungs, ne, kurze Röcke, laute Musik, Drogen, alles, aber doch nicht aus Spaß. Nein, wir haben gekämpft gegen die Gesellschaft und gegen unsere Eltern. Ja, leicht war's nicht, ne? Und die Jungen, die kämpfen ja jetzt heute gegen uns, indem sie uns unsere Computer nicht erklären. Oder sich total amüsieren, wenn man Videorekorder statt Blu-ray-Player sagt. Wisst ihr überhaupt, was ein Blu-ray-Player ist? Ja, es ist sowas Ähnliches wie ein Videorekorder. Nur teurer. Ja, und dann diese Wörter. Also zum Beispiel, ich habe lange gebraucht, ich habe Schillen, habe ich immer für, dass man sein Mittagessen ein bisschen schärfer. Also, ja, am Anfang habe ich so, ne? Also, willst du deinen Reis geschillt? So habe ich gedacht. Ja, und dann habe ich natürlich schnell das, also Schillen heißt ja abhängen, cool bleiben, eine Cola aus Deutschland trinken, sich nicht aufregen. Es gibt ja inzwischen in jeder Eckkneipe in Pusemuckel gibt es einen Lounge-Bereich, also wo man chillt. Das ist immer die Ecke, wo diese Ersatzratternmöbel stehen. Wo du dir die Strümpfe dann aufreißt, wenn du dich da reinsetzt. Muss aber ganz chillig bleiben, ne? Also ich glaube auch, dass zum Beispiel unser Familienministerinchen, dieses Fräulein Schröder, ne? Ich glaube, die ist gar nicht blöd. Die ist einfach seit Jahren mega erfolgreich am Schillen. Wenn ihr jetzt, also ihr Jungs, wenn ihr jetzt heute hier seid zum Beispiel mit einer Frau, ist jetzt auch egal, ob eigene, geliehen, gefunden, in Pflege, scheißegal. Wenn die heute Abend aufs Klo geht, die braucht ja immer ein bisschen länger.
Na, fragen sich ja alle seit Jahrtausenden, was machen die da? Was machen die Frauen immer so lange auf dem Klo? Machen die da alle rum oder was? Auch. Aber das geht schnell. Das ist es nicht. Die Wahrheit ist, wenn wir abends weggehen, sind wir immer hackedicht. Wir haben schon vorgeglüht, davon wisst ihr gar nichts. Das heißt, in Gesellschaft sitzen wir hier, reißen wir uns natürlich die ganze Zeit zusammen, wir wollen ja nicht unangenehm auffallen. Also ist das Klo quasi der einzige Ort am Abend, wo wir unseren wahren Zustand mal kurz zulassen können. Wir sind den ganzen Abend ganz normal, wir verabschieden uns ganz normal, alles klar, ich gehe mich ganz kurz frisch machen. Aber sobald wir auf dem Klo sind, sobald die Tür hinter uns zugeht, Alter, leck mir mal! Ich will hackedicht! Was ist denn bitte hier los? Dann gehen wir raus, als wäre nichts passiert. Gut, wir haben vielleicht noch ein bisschen Klopapier in den Haaren. Aber das ist noch lange kein Grund, uns mit so billigen Sprüchen abzuschleppen. So, hallo, hast du dir eigentlich wehgetan, als du vom Himmel auf die Erde gefallen bist? Ey, wenn ich diese Sprüche höre, ne, die gibt's ja. Ich denk dann immer, oh Gott, irgendwann haben die mal funktioniert. Stell mal vor, irgendwo auf der Welt hat eine Frau mal auf so einen Spruch reagiert. Stell mal vor, so, ja? Wirklich? Glaubst du wirklich, die Engel haben mich im Himmel gemacht? Das hat gar nicht wehgetan. Boah, das ist voll süß von dir. Komm, ich blase sie ein. Das wäre doch eine Schande. Das wäre doch eine Schande für unser Geschlecht. Aber wenn ich jetzt schon bei Anmachsprüche bin, müsste man ja eigentlich noch schnell was zu Brüderle sagen, ne? Sexismus-Debatte ist ja vorbei, ne? Ist doch Schnee von gestern. Sexismus gibt es ja nicht mehr, ist ja nicht mehr Bildschlagzeile, ne? Ich meine, was ist da auch passiert? Da hat's halt einem Opa ein bisschen im Schritt gejuckt und dann hat da irgendeiner Tante einen Tittenspruch gedrückt. Ja, und jetzt? Wir sollen uns jetzt alle aufregen, ne? Wir sind die armen Opfer. Am Arsch. Ich bin so aufgewachsen. Das ist unser Leben. Wir kommen damit klar. Ist das allen jetzt erst aufgefallen oder was? Ich kann damit umgehen. Ich finde das nicht schlimm, wenn der mir einen Tittenspruch drückt. Der muss halt nur damit klarkommen, dass ich dem auch einen Schwanzspruch zurückdrücke. Aber kennt jemand die Reaktion darauf? Kennt das jemand? Oh, bei Ihnen ist aber nicht so viel los in der Hose. Oh, oh, oh. Ganz schön zickig, die Kleine hier. Ganz schön frech, ganz schön zickig. Ich meine, eigentlich ist es doch so. So ein gut gefüllter Ausschnitt, egal jetzt ob im Dirndl oder sonst wo, das ist eine Falle. Aber die stellen wir selber auf. Aber eigentlich ist diese Falle verdammt nochmal für Brad Pitt. Aber man hat halt leider öfter ein bisschen Brüderle als Beifang. So ist das halt. Ich war letztens mal auf einer Party und da kam auch so ein Typ zu mir und er hat original zu mir gesagt, das erste, was er gesagt hat, war, hey Baby. Da hätte er schon aufhören können, oder? Das reicht uns doch, mehr brauchen wir nicht. Hey Baby, ja, bitte, meinst du mich? Ja, was möchtest du? Bitte sprich. Hey Baby, was ist das? Und dann hat er weitergeredet. Ich glaube, es gibt Krieg. Und ich so, hä? Und dann sagt er, mein Säbel juckt. Ey, Entschuldigung. Ich weiß, das hat er sich lange überlegt, was er sagen soll. Aber ey, das war der seltsamste Moment in meinem Leben. Ey, das Leben geht ja weiter. Ich stehe da ja noch. Was sagst du denn da drauf? Aha. So, so. Ich so, und jetzt? Ja, juckt. Sag ich, ja, dann würde ich den Säbel vielleicht mal waschen. Ne? Dankeschön. Habt ihr schon mal gehört,
www.gebrauchtmänner.de. Hör mal, das ist super. Das müsst ihr euch ungefähr vorstellen wie so eine Gebrauchtautobörse. Ne? Also da stellen sich Männer vor mit Bild und manchmal stimmt das Bild dann auch mit dem Mann überein. Und ich sag mal, also um das so ein bisschen zu illustrieren, sagen wir mal, da gibt es halt alles Mögliche an Typen. Ne? Sagen wir mal zum Beispiel der Herr da vorne an der Theke. Ne? Ja du, gar nicht weggucken. Ich sag mal so das Modell Sportwagen. Ne? Mit Cabrio. Ne? 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 Oder hier der Herr mit diesem eleganten Karl Lagerfeld Outfit, hier mit dem Schal, wenn Sie vielleicht auch mal... Ich sag mal, das gepflegte Garagenfahrzeug. Ne? Mit Servicepersonal daneben, vermute ich. Danke. Ne? Oder davor der Herr hier mit dem offenen Hemd, Sie vielleicht auch mal. Also heute ist hier raus aus der Komfort. Jawohl! Da ist er. Ne? Also, ich sag mal so das Modell Kleinbus. Wahrscheinlich mit ein bisschen erhöhtem Spritverbrauch. Ne? Aber ich sag mal so, guck mal Leute, was soll's. In unserem Alter, ne, ich sag immer, kleinere Lackschäden, aber der Motor ist wie neu. Ne? Was meinst du, was ich da froh war, als ich da meinen Frank endlich gefunden hab? Muss ich mal überlegen, ein heterosexueller Mann, mit Job, kein Drogenproblem. Und das in Köln. Direkt downgeloadet, den Frank. So, und jetzt weiß ich nicht, wenn ihr das kennt, das ist ja eigentlich ganz romantisch. Also wenn man sich im Internet kennenlernt, dann meldet man sich, dann telefoniert man, dann verabredet man sich, zum Beispiel zum Spazierengehen. So, haben wir uns verabredet, Spazierengehen, sonntagsnachmittags. Problem, da bin ich nüchtern. Da bin ich auch ein bisschen schüchtern, da neige ich dazu, zu viel zu reden. Und Mädels, wir wissen es alle, wie schnell man einen Mann verschreckt. Ich muss irgendwas tun, dass ich nicht so einschüchternd rüberkomme, dass ich irgendwie ein bisschen zart, mädchenhaft, niedlich wirke, sowas, ne? Was? Ja gut, hatte ich eine Hammeridee, habe ich mir den Golden Retriever vom Nachbarn ausgeliehen. Ja, ne, weil ich dachte auch, ne, die sind so kuschelig, so süß, so goldig. Ich dachte, das färbt vielleicht ein bisschen ab, dass ich dann auch goldig, ne? Jetzt stank der Köter aber total. Ne, die gehen ja immer schwimmen so gerne, haben die immer alles Mögliche im Fell hängen. Ne? Also ich sag mal, eine Moorleiche. Da bin ich erstmal rüber zur Tankstelle, hab mir so ein Autotannenbäumchen Vanilleduft gekauft. Ja was, ich dachte, das ist praktisch. Hab ich dem das ans Halsband gebamselt, ne? Ja gut, da war der ein bisschen am Schwächeln, der Hund. Gut, der lag jetzt ein bisschen oft auf dem Rücken. Ne? Also sogar beim Laufen lacht er. Also ich hätte auch eine Leberwurst an eine Strippe hinter mir herziehen. Also ja, aber grundsätzlich hat er gehalten. Wir haben uns dann auch getroffen, Herr Frank und ich. Ne? Schön am Niederrhein, weißt du, war auch echt rosamunde, pilchermäßige Inszenierung. Der Himmel war rosarot. Ne? Gut, war Hochofenabstich. Ja, da muss man auch manchmal fünfe gerade sein lassen, ne? So, auf jeden Fall, wir gingen also immer so schön. Der Hund, der, na gut, der hat ein bisschen, aber ging, ne? Und dann merkte ich auch so, dann kam der Moment, wo wir uns so ein bisschen näher kamen, der Frank und ich. Und ich dachte so, boah, Volk, lass dir jetzt nichts anmerken. Bleib cool, ne? Ich also, wah! Also, ne, quasi die Romantik zum Greifen nah. In dem Moment kackt der Köter. So, jetzt versucht ihr bitte mal romantisch, niedlich und mädchenhaft rüberzukommen, wenn ihr euch eine Plastiktüte über den Arm zieht. Und so einen Hundekörtel auf links drehst. Und da musst du noch aufpassen, dass in dem Moment nicht dein Handy klingelt und du im Reflex, hallo! Und
wenn ich Königin werden würde, ich muss sagen, es würde sich einiges schlagartig ändern. Ich würde zum Beispiel die ganzen Nichtrauchergesetze sofort wieder abschaffen. Ja, nein, wir würden natürlich draußen ganz wunderbare Ecken einrichten, wo die Nichtraucher dann stehen können. Weil die Würde der Nichtraucher ist ja auch unantastbar, ne? Und dann würde ich als Königin noch ändern, dass es in diesen geilen Läden mit den geilen Klamotten, dass es da alles nur in XS gäbe. Das wäre, damit wäre sofort Schluss. Das würde bis Größe 100, weiß ich nicht was, würde da, ne? Und es klatschen immer andere, ne? Das ist ja interessant. Ja, und die Sache mit dem Bindegewebe, das würde ich sofort abschaffen. Aus, aus. Dieses Bindegewebe, ich habe das ja im letzten Jahr, habe ich das schon immer erklärt, also das ist ja dieses, was sich nachts, wenn man schläft, ne, dann wandert das, also man merkt das ja gar nicht und dann bleibt das irgendwo hängen. Und dann findet das am nächsten Morgen den Weg nicht wieder zurück. Dann hast du hier dementes Bindegewebe. Ne, damit ist Schluss. Damit ist Schluss. Was sich hängen lässt, kommt in die FDP. Leute, ich bin entspannt. Ich habe 12 Kilo abgenommen. Ja. In 8 Jahren. War eine interessante Erfahrung. Bei der Gelegenheit ist auch so ein Bauchnabelpiercing aus den 90ern wieder aufgetaucht. Ja, war eine Überraschung, ne? Hey, ich hab's herausgemacht. Es passt jetzt auch nicht mehr. Jetzt, wo ich auf dem Land wohne, habe ich ganz andere Vorbilder. Wisst ihr, was ich wirklich klasse finde auf dem Land? Die Kellnerinnen. 1,90 groß, Betonfrisur, weiße Kittelschürze, Gesundheitslatschen. Die mit dieser sturmfesten Dauerwelle, dieser Stahlwolle auf dem Kopf, ne, dem Landfrauen-Afro. Mit diesem leeren Blick, dem energischen Kinn und dem leichten Oberlebenflaum. Ja? Aha. Das sind Frauen, die scheißen auf Modetrends und Lifestyle. Weil die wissen ganz genau, hier am Tisch habe ich das Sagen und alle hören mir zu. Das sind die Angela Merkels der Gastronomie. Schwarzwurst ist alt. Ist auch nicht verhandelbar. In Berlin die Kellnerinnen, ich finde, die sind nicht mehr, was sie mal waren. Ja? Plötzlich sind die alle 20 Jahre jünger als ich. Das stört mich. Und es stört mich, dass mich das stört. Neulich im Café kommt doch so eine frisch geschlüpfte 20-Jährige an meinen Tisch. Ja? Und während die mit einer Hand auf ihrem Smartphone, ohne hinzugucken wohlgemerkt, ja, hier so einen Diskussionsbeitrag zu Heisenbergs Unschärferelation postet, sagt sie zu mir, wissen Sie was, Sie wollen doch gar kein Latte Macchiato, Mochaccino, Poco, Schicki, Micki, Picki Getränk. Was Sie wollen, ist ein guter, ehrlicher, schwarzer Kaffee, der noch nach Kaffee schmeckt und nicht wie heiße, gefärbte Milch. Und die hatte total recht. Und trotzdem habe ich gesagt, nein, ich will das nicht. Sagt sie, was wollen Sie denn? Ich sag, ich will von alten, faltigen Leuten umgeben sein, die weniger drauf haben als ich. Sagt sie, da sind Sie aber die Erste, die sich deswegen beschwert. Ich meine, das kann ja sein, aber ich will den Satz nicht mehr hören. Da sind Sie die Erste, die sich... Ich will den Satz nicht mehr hören. Ich will den nicht hören nach schlechtem Essen und auch nicht nach schlechtem Sex. Na gut. Im Bett glaube ich noch. Warum soll ich mich wegen was beschweren, was vorbei ist und definitiv nie wieder passieren wird? Bin ja schon froh, wenn der Typ hinterher nicht fragt, war es recht? Ne? Wie im Restaurant. Ne? War es recht? Fragen die doch immer. War es recht? War es recht? Wie so ein Roboter. War es recht? Ne? Und denen ist die Antwort wurscht. Ich habe mal ein ganzes Essen stehen lassen. Hinterher fragt der Kellner, ganz empört, fragt er, hat es nicht geschmeckt? Ich sage, tut mir leid, es war so salzig, ich konnte es nicht essen. Da beugt er sich so ein bisschen vor und sagt, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, sagt er. Aber ich habe beruhigt. Ne? In Braunschweig habe ich mal eine Dreiviertelstunde auf ein Stück Kuchen gewartet. Da habe ich das junge Hühnchen rangewunken. Ich sage, Entschuldigung, komm mein Heidelbeerkuchen noch oder was? Sagt sie, oh, jetzt habe ich gerade das letzte Stück verkauft. War denn der Kaffee recht?
Ich sage, wenn Sie es wirklich interessiert, der Kaffee war dünn, der war halbkalt und er hatte entweder einen sehr komischen Beigeschmack oder die Milch war schlecht. Ehrlich gesagt, das war der mieseste Cappuccino, den ich je in meinem ganzen Leben getrunken habe. Aber ich weiß, bestimmt bin ich da die Erste, die sich deswegen beschwert. Hat sie mich ganz naiv angelächelt und gesagt, nein, das höre ich hier öfter. Ich gelte mal als männerfeindlich, aber ich habe nichts gegen Männer, die gibt's. Ja, es gibt jetzt auch nicht so viele Alternativen. Oft sind die teuer und technisch schwer zu bedienen. Es ist, Männer stellen oft blöde Fragen. Also ich war neulich unterwegs, dann hatte ich einen Plattenreifen, okay? Und dann kommt ein Mann vorbei und sagt, hast du einen Platten? Dann habe ich gesagt, nein, ich bin rumgefahren und plötzlich haben sich 3 von den Reifen selber aufgeblasen. Kommunikation kann man lernen. Und Schwestern, wichtig ist, ein Mann immer loben, wenn er was richtig macht. Dann merken sie sich's. Sagen sie, du, mein Schatz, das war ein toller Furz, kannst du noch einen? Ich weiß nicht, darf man das hier sagen? In Bayern haben sie mir neulich erklärt, wenn eine Frau Furz sagt, das ist das ordinär. Das wird nur bei Männern akzeptiert. Also wie jetzt Martin Luther, der ja gesagt hat, warum rülpstet und furzet ihr nicht? Und das finde ich irgendwie ein bisschen gemein, aber ich respektiere das, weil der Martin Luther war nicht nur ein Mann, er war sehr intelligent. Ja, der hat ja zum Beispiel auch gesagt, will das Weib nicht, so kommt die Magd. Oder ist das vom Seehofer? Na, ist egal. Ist egal. Bei Männern ist alles anders. Zum Beispiel für Männer wird auch mehr getan. Ich komme doch oft spät abends heim durch meinen Beruf. Dann laufen im Fernsehen immer diese 0900er-Werbungen. Kennst du die? Ja. Klaus? Ja? Kennen Sie die? Sie schauen so komisch. Hm? Also diese Werbungen werden meist bestritten von asthmakranken Frauen mit Gelenkrheumatismus. Und die Werbung geht los, dass die Frau macht. Jetzt erinnern Sie sich, ja, genau, ja. Und da war diese Frau und hat gesagt, ruf mich an. Ich mache alles das, was deine Frau nicht macht. Hey, warum gibt's das nicht für uns Frauen? Warum steht jetzt mal einer in der Glotze und sagt, ruf mich an. Ich mache alles das, was dein Mann nicht macht. Und ich habe mir gedacht, abspülen, Müll runterbringen, die Kinder ins Bett, staubsaugen, Fenster putzen. Und das für 49 Cent in der Minute. Ja, das leiste ich mir. Sind wir doch mal ehrlich, die Emanzipation haben sich Männer ausgedacht. Die haben gesagt, Frauen kochen, kriegen Kinder, erziehen, waschen, bügeln. Die sollen noch Geld dazu verdienen. Und ich bin drauf reingefallen. Emanzipation in Bayern, in der Oberpfalz, heißt, ich kann nicht kochen wie meine Mutter, aber saufen wie mein Vater. Was gibt's denn jetzt für uns Frauen, was vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat? Was fällt euch was ein? Das Einzige, was mir einfällt, sind Frauenparkplätze. Ich finde das so toll. Du musst dir vorstellen, so ein Vergewaltiger früher, der ist ja stundenlang durch ein Parkhaus geirrt. Jetzt weiß er, Frauenparkplatz, toll. Da stelle ich mich hin, da warte ich 5 Minuten, die nächste ist dran. Boah. Oder die sexuelle Revolution, Schwestern, hat nur gebracht, dass wir Frauen weiter verhüten sollen. Mein Mann hat gesagt, Vorspiel, was heißt da Vorspiel? Ich hupe ja auch nicht eine halbe Stunde vor der Garage, bevor ich reinfahre. Mein Mann hat gesagt, Feminismus und Emanzipation existiert nur, damit dicke, alte, hässliche Frauen in die Gesellschaft integriert werden. Es ist eine Funkenwahrheit dran. Ich merke ja auch, langsam schaut mich fast keiner mehr an. Gut, eigentlich ist mir wurscht. Wenn mir oder Mann auf den Hintern schaut und denkt sich, was für ein großer Arsch, dann schaue ich dem Mann ins Gesicht und denke mir genau das Gleiche. Wanderjacken-Partnerlook, das gehört verboten. Das ist seelische Grausamkeit gegenüber den Männern. Ja? Da müssen Sie sich nicht wundern, meine Damen, wenn der Mann nicht losläuft. Da wird er störrisch. Ne? Da hat er auf der Stirn stehen, ich weiß, Brombeer steht mir nicht. Aber was soll ich machen?
Nein, die kluge Frau sagt zu ihrem Mann, Schatz, komm, wir gehen eine Woche wandern. Ja, zieh doch einfach an, worin du dich wohlfühlst. Ja, ist klar, wir alle wissen, das Problem ist, wenn der Mann alleine packt, ne, dann gibt er nichts. Dann hat er schlechtes Schuhwerk an, er hat die falschen Socken an, der hat eine zu enge Hose an, ne, dann läuft er sich ein Wolf zwischen, du weißt schon wo. Dann hat er nichts zum Wechseln eingepackt, nach ein paar Stunden stinkt er wie ein alter Marder. Dann kannst du den nirgendwo mit reinnehmen, muss ja immer draußen warten. Dann hat er nichts für am Kopf dabei und dann hat er nach einer Weile auf dem Loch oben hat er einen Sonnenbrand. Ne? Und dann heult er dir die ganze Nacht die Ohren voll. Er tut so weh, er tut alles so weh, ich bin kein Typ zum Wandern. Ne? Ja, aber das ist gut, das braucht der Mann, der muss das spüren. Ja, das ist ein einschneidendes Erlebnis für den. Und dann kriegst du den am nächsten Morgen locker in den nächsten Wanderausstatter. Ne? Und diese Wanderausstatterläden, die sind sinnvollerweise immer direkt an den Wanderwegen. Weil die wissen auch, wenn der Mann alleine gepackt hat, hat er nichts Vernünftiges bei. Ne? So, dann kriegt er alles mit und an und dann denkst du, jetzt kannst du in Ruhe wandern. Nein, dann labert der dich voll. Ne? Also statt einfach nur still und glücklich zu sein, dass er jetzt das richtige Zeug anhat. Nein, die Jungs haben ja das Infomaterial auswendig gelernt. Ne? Dann erzählt er dir, also das wäre nicht einfach nur ein Plastikhemd. Nein, das wäre eine Hightech-Faser aus der Raumfahrt. Ne? Functionware, die Faser würde mitdenken. Und dann erzählt er dir jede halbe Stunde, was die Faser gerade mit seinem Schweiß macht. Und dann kommt er auf die Socken zu sprechen. Und was die mit seinem Fußschweiß machen und dass man die auf keinen Fall waschen soll, sondern nur lüften. Und du gehst als Frau wandern, Natur und alles und musst dir den Scheiß anhören. Und das willst du dir wirklich nicht vorstellen. Und wenn es dann in der Nacht vielleicht zu bewegungsorientierter Freizeitbeschäftigung kommen sollte, dann bestimmt nicht unter herumhängenden, lüftenden Männersocken. Herumhängende Socken, ja, haben eine direkte Wirkung auf die weibliche Libido. Überhaupt alle herumhängenden Sachen haben wir. So, ich würde mich gerne mal kurz vorstellen. Ich bin Tina Teubner. Ich lebe in Köln als alleinerziehende Ehefrau. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, sehr warmherzig, sympathisch, humorvoll, geistreich, intelligent, bescheiden, sanft. Was guckst du denn so blöd? Ja gut, manchmal rutscht mir auch was raus, worüber ich mich noch monatelang ärgere. So eine völlig überflüssige, dumme, blöde Nettigkeit. Da treffe ich beispielsweise gerade noch eine alte Freundin und denke, mein Gott, bist du alt geworden. Schon sage ich, ach, du siehst aber gut aus. Das muss doch nicht sein. Da kann man doch mal ganz freundlich sagen, Tach Schabracke. Ja, da wüsste sie wenigstens, dass sie eine Freundin hat, die es ehrlich mit ihr meint. Oder im Restaurant, hat's geschmeckt wunderbar. Ja, vor allen Dingen. Natürlich muss man einen gewissen Stil wahren. Aber wenn's nicht anders geht, muss es doch einfach möglich sein, selbst in einem Sternrestaurant ganz freundlich und liebenswürdig zu sagen, machen Sie sich bitte keine Sorgen, zum Scheißen reicht's. Es ist doch wirklich so wichtig, klare Worte zu verwenden, auch in der Liebe, in der Ehe. Ja, und wenn man sich mal zofft, man kann's doch wieder klären. Notfalls mit professioneller Hilfe. Hier, Paartherapie zum Beispiel. Wie oft habe ich meinem Mann schon gesagt, jetzt geh doch mal in die Paartherapie. Ja. Dann will der schon wieder nicht alleine. Ja, was soll ich denn bitte in der Paartherapie? Im Gegensatz zu meinem Mann bin ich sehr glücklich verheiratet. Aber ich denke, ich bleib dran. Lieber mal so ein ordentlicher Zoff in der Bude, als so zu werden wie diese Ehepaare, die sich nach 20 Jahren Ehe nicht mehr streiten, obwohl sie sich auf den Tod nicht mehr ausstehen können. Ja, diese Paare, die sich immer ähnlicher sehen, ja, bei denen dann dieser Trainingsanzug, Partnerlook und Tandem-Terror anfängt. Die immer so rechthaberisch mit dem Kopf wackeln und immer so komische Worte sagen. Völlegefühl zum Beispiel. Was mich jetzt mal interessieren würde, also wirklich juristisch interessieren würde, ob es eigentlich möglich ist, auch als Außenstehender für fremde Paare die Scheidung einzureichen. Einfach, damit man das Elend nicht mehr sehen muss. Das wär's doch. Und
Und im Übrigen auch aus Noblesse. Ja, weil diese Paare doch nach 20 Jahren Ehe völlig betriebsblind sind und der Hilfe bedürfen. Und das verstehe ich auch überhaupt nicht, dass ein Land da nicht mal eingreift. Ein Land, in dem ansonsten alles behördlich geregelt ist, in dem es für jedes Gummibärchen eine Euronorm gibt. Dass es in einem solchen Land möglich ist, dass sich ein marodes Paar öffentlich im Partnerlook, namentlich in ockererbrochenen Trainingsanzügen mit fliederfarbenen Streifenapplikationen aufs Tandem schwingen darf, um die schönsten Landstriche der Republik endgültig zu entzaubern, dass es da nicht mal einer Sondergenehmigung bedarf. Das gibt's doch nicht. Ich würde denen gerne mal was raten. Bankräuber. Ja, die machen sicherlich auch Fehler. Und sie machen sich mit ihrer Tätigkeit Feinde. Und ich möchte im Übrigen auch nicht alles gutheißen, was sie tun. Aber sie verhüllen wenigstens ihr Gesicht. Wissen Sie, bei uns früher, da nannte man das Balzen ja auch miteinander gehen. Ne? Kennen Sie doch auch den Ausdruck. Da sagte man, das Astrid, das geht jetzt mit dem Hans-Jürgen. Und dann war das auch gehen, kilometerweit, durch Wald und Flur, bis man mal vorsichtig aneinander dran backen durfte. Und heutzutage, da ist es ein sofort miteinander liegen. Ich frag mich schon, ob die jungen Leute, ob denen zum Laufen einfach die Kraft fehlt. Wenn ich mir so einen durchschnittlichen Bengel angucke, wie der so morgens an der Bushaltestelle steht. Das hätten wir früher grenzdebil genannt. Ne? Aber mein Enkelsohn sagte, nee, Oma, sagt er, davon verstehst du nichts. Das ist cool. Ich gesagt, jo. Hat auch die erotische Ausstrahlung von Bofrost. Ne? Und weil die ja so cool sind, deswegen haben die bei 30 Grad im Schatten immer ein Wollmützchen am Kopf. Und dann haben die offensichtlich auch nicht die Kraft, sich die Buchse gescheit hochzuziehen. Die haben ja ihre Buchse alle so ganz weit unter Mittelscheitel aufgehängt. Ich bin immer in Versuchung, die Post reinzustecken. Damit der Schlitz eine Funktion hat, ne? Wissen Sie, und der Rest von der Buchse schlackert dann immer kilometerweit über der Erde bei schäbig Wetter. Da saugt doch die Buchse jede Pfütze leer, ja? Wenn ich hinter so einem jungen Mann stehe, da weiß ich nicht, ja, ist dem jetzt ein Malörchen passiert? Oder ist er durch eine Pfütze gegangen? Wobei, gehen, in dem Sinne können die ja gar nicht. Die haben ja alle diese Arche Noah großen Turnschuhe. Und bücken ist ja nicht cool, deswegen werden die Schuhe nicht richtig verschnürt. So, jetzt versuchen Sie mal, solche Schleppkähne von Schuhen anzuheben, ohne dass die richtig verschnürt sind. Das geht nämlich nicht. Wenn so ein junger Bengel morgens versucht, den Bus zu kriegen, das sieht ungefähr so aus. Erster Bus weg. Zweiter Bus weg. Beim dritten denkt er sich, ach, für heute lohnt es eigentlich gar nicht mehr. Ja, sieh, dass so ein junger Bursche natürlich nicht die Kraft hat, lange um seine Herzdame zu werben, das ist mir klar. Wenn der ein Mädchen findet, was sich anpacken lässt, dann denkt er, ach, ich leg mich mal lieber schnell drauf, wer weiß, ob es fürs zweite Mal noch reicht. Ne? Und dass die jungen Frauen sich sofort dabei legen, kann ich auch verstehen, weil gucken Sie mal, was die jungen Burschen an Hosenstoff zu viel haben. Das haben die jungen Frauen oftmals deutlich zu wenig. Sie, die sind ja in ihre Jeansbuchsen regelrecht reingespuckt. Und alles, was an Fleisch nicht mit reingepasst hat, wird unverbindlich über den Gürtel gehängt. Da weiß man auch, woher der Ausdruck Gammelfleisch kommt. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie so eine Presswurst sich zu schaffen macht an so einem Bengel mit tiefer gelegter Windelhose, dass das anstrengend ist, kann man sich schon vorstellen. Ja, dann fehlt ihnen fürs zweite Mal einfach die Kraft, wissen Sie, dann rennen sie so schnell wieder auseinander, wie ein Ferkel blinzelt.
Ja, das ist das Problem der Jugend. Die haben keine Bindungsgefühle mehr. Ne? Deswegen denke ich mir, die Restnation, die müsste sich eigentlich ein Beispiel nehmen an uns Sauerländern. Weil wenn bei uns im Sauerland einmal Schleimhautkontakt stattgefunden hat, dann wird geheiratet. Immer nach der Devise berührt geführt. Hast du dran gepackt, musst du nehmen, ne? Ja. Ich hab ja einen Mann. Jetzt hat er was Neues, jetzt kocht er. Oh, ich habe gedacht, wir blieben davon verschont. Aber früher hat er das auch nicht gemacht. Ne? Wir haben uns ganz normal, gegen Abend hast du Pizzaservice angerufen, die 85-42 mit viel Chili, ne? War der Abend gerettet. Jetzt steht der Mann am Herd, selber. Aber da musst du dich doch als Frau auch völlig neu, kommst in die Küche und denkst, hä? Was stimmt hier nicht? Das ist wie diese Bilder, ne? Suchen Sie die 10 Fehler. Es gibt nur einen, der Mann. Ne? Und der hat nie eine Schürze, das finde ich so, ich habe das beobachtet, ja. Männer beim Kochen nie eine Schürze, aber beim Grillen immer. Hallo? Warum? Ne? Und beim Grillen dann immer so eine Schürze, da muss vorne, entweder ist da eine nackte Frau drauf, also von da bis da, also das Wichtige. Ne? Oder ein nackter Mann, also so ein Sixpack. Auf jeden Fall muss auf der Schürze was ganz anderes sein als hinter der Schürze. Ganz wichtig. Steht er da? Der hat vor einem Jahr hat der Aldente für den Cousin von Al Capone gehalten, verstehst du? Und jetzt kocht der, jetzt hast der die Pastinaken entdeckt oder. Oh, und dann nimmt er die Pfannen so, also der hat immer zwei Pfannen, egal was es gibt, egal. Ne? Nimmt er die Pfannen und dann, der schwenkt die so. Der nimmt beide, das ist so eine alte Western-Manier irgendwie. Der schwenkt beide Pfannen. Ne? Und ich denke, ich habe nämlich bei uns in der Schublade, ich habe es noch nie selber benutzt, ich koche ja nicht. Ne? So, ich habe gesehen, wir haben so ein Ding aus Holz, damit könntest du das Gedöns in der Pfanne umlegen. Dafür ist er da, glaube ich. So. Dann schwenkt er die so, ne? Dann gibt er denen so einen Schubs, dann geht das ganze Gedöns an der Decke. Manches bleibt direkt da oben. Der Rest weiß von dem Gedöns, da er sich auf die andere Seite legen muss. Woher das Gedöns hat, weiß ich nicht. Ne? Und dann Schwerkraft, dann kommt das alles wieder runter. Da muss der aber die Pfanne genau in der Flugbahn haben. Und selbst dann gibt es noch Unmengen von Gedöns, die weiter. Also dann haben wir Flugfenchel, Flughähnchen, die Eier auch wieder Richtung Bodenhaltung. Das Schlimme ist, wenn der dann mit Küche verwüsten fertig ist, dann musst du den auch noch loben. Oh. Wie hast du das denn gemacht? Ist da Estragon drin? Ja, wenn der Mann kocht, dann freut sich normalerweise der Hund. Wir haben aber keinen. Oh. Hör mal, ich freue mich, dass hier in der Region so viele Menschen als Paare am Leben sind. Bei uns gehen ja die Paare alle auseinander, im Bekanntenkreis, ganz furchtbar. Zum Beispiel jetzt der Bernd und das Carola. Diese beiden jahrelang eine ruhige Ehe geführt, also harmonisch zusammengelebt. Und jetzt mit mal sagt aber es Carola. Der Bernd stagniert. Verstehst du? Also er bleibt in der Stagnation. Also im Sofa. Immer im Sofa. Und dann natürlich immer das Fernsehen an. Und dann immer diese Sendungen hier, wo so Menschen im Urwald, weiß ich, bildungsfern sehen.
Und das Carola sagte mir, Mensch, Bernd, jetzt steh doch mal auf, jetzt gebrauch doch mal deine Beine und auch mal einen Kopf, denk doch mal nach. Nein, er steht unter Denkmalschutz. Und dann hat es Carola irgendwann gesagt, ich muss was tun, ich muss aktiv werden. Dann hat es sich weitergebildet, immer weiter vom Bernd weg. Immer weiter weg. Und irgendwann hatte es sich komplett von ihm fortgebildet und hat ihn dann ausgewildert. Und es Carola hat sich danach selbstständig gemacht. Es berät jetzt Leute, also von der Mode her, also am Stil, aber auch innerlich. Es sagte zum Beispiel letztens zu mir, warte. Frieda, du bist schön. Wirklich, wirklich. Hör mal, ich war schockiert. Das war so schier als Kompliment. Aber es hat geholfen. Und es Carola macht, sagt, man soll sich gegenseitig solche Komplimente immer wieder machen. Die Komplimente, die müssen klar sein und ehrlich und schön. Und auch sich selber immer mal wieder Komplimente machen. Es Carola geht jeden Tag für sich selbst vor den Spiegel. Carola, du bist schön. Ich hab's mal probiert. Im Nachthemd geht's gar nicht. Und ohne Nachthemd. Man muss ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ja, ihr seid am Lachen. Stellt euch heute Abend mal, stellt euch mal vor den Spiegel. Am besten erst mal jeder einzeln. Beim ersten Mal, dann nimmst du am besten eine Decke mit. Die hältst du dir vor, so, dann gehst du vor den Spiegel. Ha! Also am besten erst mal nur ein Bein angucken. Ja, weil im Grunde hast du das Bein ja vorher schon gesehen. Beim Ausziehen, du ziehst ja deine Sachen aus und dann siehst du ja schon, die Kleidung hat am Körper Spurrillen hinterlassen. Und zwar so viele, dass ich manchmal denke, wenn es eine Straße wäre, dann müsste man sie sperren. Oder kennst du das? Kennst du das? Über Nacht kannst du dich dann ja entfalten wieder und dann wachst du morgens auf. Dann gehst du vor den Spiegel und dann siehst du hier zusätzlich zu deinen eigenen Falten noch die Falte vom Kopfkissen auf der Wange. Früher hat man das doch anders gemeint, wenn man gesagt hat, die Nacht hat Eindruck hinterlassen. Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen im Musikantenstadel, die Bewegungen, die Schlagersängerinnen machen, wenn sie ihre Schlager singen, sind ja grundsätzlich die gleichen. Ne? Es gibt 5 Schlager-Moves. Und ich wette mit euch, erkennt sie wieder. Passt auf, es gibt die kleine Sonne. Die große Sonne. Das Tablett. Die Waage. Und den Stein. Das war's. Damit kommen die aus. Ja, 5 Moves. Jetzt gibt es so ein paar Specials, zum Beispiel Helene Fischer. Helene Fischer, die hat Musical studiert, deswegen hat die noch so ein paar extravagantere Moves eingebaut. Die hat zum Beispiel noch den Expander. Das ist dieses. Helene Fischer. Oder auch schön Hansi Hinterseher. Der hat im Prinzip nur einen Move, das ist der Haken. Der Hansi-Haken. So. Und
Das Interessante ist ja, unsere Politiker, ne? Unsere Politiker, die machen ja auch Moves. Auf die achten wir nur blöderweise nicht, weil wir immer darauf achten, was die sagen. Das ist der Fehler. Würden wir mal darauf achten, was die so für Bewegungen machen, dann würden wir feststellen, dass da so viel gar nicht dahinter stecken kann. Die haben den Doppelstein, den Doppelpfau, den Weg, die Kerze, die umgefallene Kerze. Ne, und jetzt stellt euch mal vor, unsere Politiker würden stattdessen Schlagermoves machen. Ja, dann würden sich auch gleich die Inhalte in der Politik komplett verändern. Das wäre dann zum Beispiel sowas wie, wir brauchen mehr Solarenergie. Wir brauchen noch mehr Solarenergie. Keine endlosen Atomdebatten mehr. Mehr Mitbestimmung für alle. Auch für dich. Und für dich. Worauf noch warten? Packen wir es an. Wäre doch schön, oder? Man kann sich auch kleben lassen. Nein, im Ernst, man kann geklebt werden. Ihr glaubt gar nicht, im Fernsehen, in diesem jetzt hier Fernsehen, ne, wie viele berühmte Schauspielerinnen oder Moderatorinnen oder auch Gästinnen in Talkshows sich einfach mal für einen Abend kleben lassen. Und falls du Aras, wird das dann hinterher da drüber gelegt. Ja, ich bin ungeklebt, also noch. Ich will das auch mal haben. So, und der WDR hat zwei ausgebildete Spezialistinnen für Klebegesichter. Und die werden mich jetzt live kleben. Frau Dr. Witt und Frau Dr. Lukas, bitteschön. Yeah. Ah, ja, sieht schlimmer aus, als es ist. Die sind ganz nett, die beiden. Ja, so. Ja, ich sehe schon, ich sehe was, ja, super, geil. Man kann es auch tackern lassen. Genau so geht das, ja. Ja, so, ich habe schon Augen, sehe ich gerade, geil. Ja, nur wenn nach in 2 Monaten ungefähr gehen die Tackernadeln raus und dann fällt dir das Gesicht aus dem Gesicht. Ist dann nicht so schön. Ach ja, Falten sind ja gelebte Tage. Ich kann gar nicht mehr lächeln, merke ich gerade. Ja, jetzt haben manche Frauen zwar Tage, aber nicht gelebt. Nein, das gibt auch Falten. Das kann der Arzt wegmachen, aber davon werden die Tage nicht besser. Und Gehirn kann man übrigens auch nicht implantieren. Na, selbst wenn du hinterher ein neues Gesicht hast, die Blödheit kommt ja von innen. Na, das ist gut. Ah, das ist gut. Ja, geil. Super. Macht ihr auch Brüste? Kann man auch kleben. höher kleben. Ah, ich bleib mal ganz still sitzen. Ja, das ist super. Das fühlt sich auch ganz toll an. Na, erkennt ihr mich schon? Nee, man kann die Augen sogar aufmachen. Also, man kann ja sogar sprechen. Hätte ich nicht gedacht. Fehlt noch was? Ah, so ein Ding. Ja, ich nehme mal das mit Zucker. So. Quatsch. Fertig. Nee, macht mich nicht schöner. Lasst mich einfach hier sitzen. Dankeschön. Frau Dr. Witt, Frau Dr. Lukas. Applaus. Küss mich.